Hallo und herzlich willkommen zurück bei Bound by Flame. Ich bin wieder zurück von der Gamescom und die war geil. Egal, aber dieses Gekläre hier, das bedeutet, irgendwo muss doch noch etwas sein. Okay, dann gehen wir einfach weiter. Oh! Wer sind du? Ah, hier! Okay. Ausrüstung verbessern. Du kannst jede Ausrüstungsteil selbst im Ausrüstungsmenü verbessern. Denke daran, entsprechende Komponente bei dir zu haben. Ah, das ist ein Händler. Die verkaufen sonst nichts. Gut, gut. Ja. Komm wieder einer dieser tölpelhaften Flüchtlinge. Hier gibt es nichts für dich. Wurde dein Kopf jemals mit einem Amboss verwechselt? Nenne mich noch einmal einen Tölpel und ich werde dein Gesicht als Amboss benutzen. Lasst uns alle ruhig bleiben, ja? Bitte vergebt mir meinen Irrtum. Bei all dieser Aufregung und den undankbaren Aufgaben, die mir bevorstehen, fallen mir oft die Details nicht auf. Also, was kann ich für dich tun? Zuerst zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Ach, Gold. So gewöhnlich zu bearbeiten, so wundervoll zu besitzen. Aufspießer. Der Schaden wäre höher, Störfaktor. Angriffsgeschwindigkeit, ja. Schmerz. Ja, der Schaden wäre auch gut. Die Rüstung sieht geil aus. Oh, und Geld haben wir nicht gerade in Übermaß. Rohmaterial, verstärkter Stall. Okay, was haben wir hier? Wir können... Im Moment haben wir das. Wir können das verkaufen. Verkaufen. Beißer. Armbrustbolzen. Aha. Okay, zurück. Falsche Taste. Okay, so. Wir können es herstellen. Aber was? Also Parierstange des Schocks, Parierstange des Soldats, Parierstange, die Mondparierstange. Okay, verbessern, ja. Und hier nehmen wir den Knauf der Einschlag. Störung oder Al-Gangda? Al-Gangdam-Style, da. Nee, Spaß beiseite. Ja, ja. So, jetzt ist es ungefähr so stark. Zurück, recyceln können wir, will ich aber nicht. Aha. Herstellen. Aha. Koloss und so weiter und so fort. Des Hexers Störfähigkeit, das gibt mehr Leben. Gesundheitsregeneration. Das wäre eigentlich super und. Aber dafür brauchen wir Stahl. Gut, dann lassen wir das vorerst in Ruhe.
Hier haben wir keine Punkte. In diesen auch nicht. Gesundheit, Hauptwaffe, bla bla bla. Okay. Dann gehen wir weiter und schauen uns um. Der sieht ein bisschen aus wie Ramses. Ramses Bolton. Okay, wir haben einen Springpfeil. Okay, wer bist du? Dieses Geklärer die ganze Zeit. Aha! Also, ich glaube, es ist im Haus, aber... Oh, hallo, schöne Frau, wer bist denn du? Niemand. Und du? Eine Elfe? Und hier noch? Okay. Was haben wir hier? Ja, ab ins Vorratskeller. Aber jetzt muss geladen werden. Okay, gut. Okay, dann durchsuchen wir einfach mal alles, was wir finden. Eine Aktion unterbrechen. Störfähigkeiten stellen die physische Kraft deiner Angriffe dar. Je höher der Wert, desto eher können deine Angriffe die Aktionen deiner Ziele unterbrechen. Störwiderstand stellt die Fähigkeit dar, deine aktuelle Aktion fortzusetzen, wenn du von einem Feind angegriffen wirst. Oh, einen Betäuber haben wir gekriegt. Das wieder nach draußen. Ach, was soll's, wenn wir schon da sind. Der Sumpf ist unsere beste Verteidigung. Zum Glück macht das Wildleben keinen Unterschied zwischen den Todwandlern und den Dorfbewohnern. Aber die Situation hier in Valvenor wird zunehmend schwieriger. Und jede neue Flüchtlingswelle erhöht das Risiko, ungewünschte Aufmerksamkeit auf diesen Ort zu lenken. Wenn einer der Späher der dunklen Fürsten das Dorf entdeckt, wird er von hier nicht entkommen, um zu berichten. Das kann ich dir versichern. Außerdem verstärken meine Männer eure Verteidigung. Verzeih mir aber, ihr habt ein paar erhebliche Schwachstellen, insbesondere um das Flüchtlingslager herum. Die Ankunft der Freien Klingen und der Roten Weisen hat unsere Überlebenschancen erheblich gesteigert. Hauptmann, glaube mir, dass ich zutiefst erfreut bin, euch hier zu haben. Unnötig zu erwähnen, dass deinen Männern und den Roten Weisen hier alles offen steht. Aber für alle anderen Neuankömmlinge bleiben die Tore geschlossen. Du musst verstehen, dass unsere Nahrungsvorräte genauso limitiert sind wie unsere Fähigkeit, das Dorf zu verteidigen. Bis ihr hergekommen seid, hatten wir nur eine Person, die sich unserer Wunden annehmen konnte. Und die Sache mit Prinz Arandil lag weit über ihren Fähigkeiten. Und dann ist da noch diese Bestiengeschichte. Bestimmt ein weiteres Märchen eines betrunkenen Spinners. Trotzdem sind einige Wächter verschwunden. Irgendetwas im Sumpf verursacht dieses Verschwinden. Wir können aber keine weiteren Männer auf Patrouille schicken und riskieren, dass sie auch verschwinden. Viele treffen auf Larven, die nicht zu bezwingen sind. Die anderen kommen einfach nicht zurück. Ah, Stille. Wenn ich jedem Gehör schenken würde, bräuchte ich das Zehnfache an Männern, um jedem Märchen nachzugehen. Genug. Du musst mir dabei helfen. Ich kann es nicht. Dein endloses Gejammer ist unerträglich. Im Namen von Vulkan? Aber was auch immer. Diese Welt ist verdammt. Die Kälte hat sie eingenommen, ihre Seelen und ihr Herz. Trotzdem steht ihr herum und zappelt wie Fische an Land. Krampfhaft versucht ihr, die Illusion von Wärme und Leben zu erhalten.
und spürt euren letzten Atemzug nicht, während ich euer Gejammer und Klagen ertragen muss. Vulkan, hör sofort mit diesem Unsinn auf! Es ist nicht er, der spricht. Alles um euch herum zerfällt. Und doch beklagt ihr euch nur über lose Gedärme und Erbrochenes. Ihr könnt die Todwandler nicht bezwingen. Und schon gar nicht ihre Meister, die Nekromanten. Sie ziehen ihre Macht aus dem Weltherz. Sie trinken aus ihm. Sie saugen es leer. Eure einzige Chance ist zu säubern, was ihr selbst verschmutzt habt. Zum Weltherz zu gehen und es aus seiner Sklaverei zu befreien. Das Weltherz ist ein Mythos. Ein vergessenes Märchen. Genau wie Drachen und Zwerge. Ein Mythos. Versteckt euch weiter hinter euren kleinen Barrikaden und ihr seid selbst bald nur noch Mythen und Märchen. Du kannst aufhören. Ich weiß, dass du wieder bei Bewusstsein bist. Was zur Hölle ist passiert? Eben habe ich noch dem Gequatsche vom Verwalter und dem Hauptmann zugehört. Und dann? Und dann hast du die Kontrolle verloren. Weiß nicht. Es ist, als hätte mich etwas in meinem Kopf hypnotisiert, damit es meine Stimme benutzen kann. Aber ich war noch da, habe gedacht, was ich sagte. Das ist nicht das erste Mal, dass du fühltest, wie sich diese Präsenz manifestiert hat. Nein. Es ist seit dem Tempel da. Auch in meinen Träumen, glaube ich. Interessant. Es scheint, als wäre dein Körper im Besitz einer anderen Wesenheit. Und es ist mit Sicherheit ein Feuergeist. Kein Scherz. Ich habe einen Dämon im Kopf. Sowas in der Art. In Wahrheit kann ich nicht sagen, was es ist. Noch nicht. Toll. Immerhin waren es du und deine Gefolgsleute, die das Ding freigelassen haben, richtig? Das hat damit nichts zu tun. Hast du eine Ahnung von den Konsequenzen dieses Vorfalls? Das heißt, dass du mich in Ruhe lassen solltest? Keine große Sache, oder jeder wird vor mir Angst haben. Wenn das in ein paar Tagen nochmal passiert, werden sie mich anspucken und Steine nach mir werfen. Ich muss wohl besser aufpassen. Ich fürchte, dass das dein kleinstes Problem ist. Scheinbar hast du nicht verstanden. Das Ding in dir will dir nichts Gutes. Es ist nicht genug Platz in dir für zwei Seelen. Dieser Dämon will deinen Körper. Er wird dich mehr und mehr kontrollieren, bis er dich komplett ersetzt hat. Ha! Du glaubst, mir verlangt nach dem Körper eines Sterblichen? Ich bin hier gefangen. Mein Platz ist im Weltherz. Er wird nicht zögern, dich zu belügen und dir sagen, was du hören willst, damit du ihm erlaubst, dich einzunehmen. Ich habe nie nach diesem Käfig gefragt. Ich habe nie gewollt, jeden deiner Gedanken zu hören. Ich bin es, der überfallen wurde. Er spricht zu dir. Hör nicht hin. Verweigere dich ihm. Wenn du das nicht tust, wird er dich zerstören. Hey, ganz ruhig. Eins nach dem anderen, ja? Ich gehe spazieren. Okay, es ist wieder dabei. Ich bin beschäftigt. Kümmere dich um das, wofür du bezahlt wirst. Und wofür werde ich bezahlt? Sybil ist ja noch bei uns. Das ist gut. Weiß irgendetwas dazu zu sagen? Sybil, kannst du reden? Ja. Ich will dir ein paar Fragen stellen. Was möchtest du wissen? Erzähl mir was über die Kreaturen aus dem... Also dann. Irgendwelche Ergebnisse durch das Studieren der Sumpfkreaturen? Nun, ich würde gerne mehr der Kreaturen in dieser Gegend kennenlernen, aber im Moment...
Okay. Gehen wir. Da ist der Verwalter schon wieder. Hauptmann. Der Orden der Freien Klingen genießt einen guten Ruf. Der Söldner macht ihm alle Ehre. Durch erstaunliche und faszinierende Kräfte. Der Ritter würde gerne zum Duell fordern, um diese Kräfte selbst zu beurteilen. Warum nicht? Ich mag einen guten Kampf. Sicher, ich mag einen guten Kampf. Aber wir sollten besser nach draußen gehen, damit wir hier nichts kaputt machen. Der Ritter fühlt sich geehrt und verbeugt sich vor so viel Weisheit. Warte hier auf mich, Sibyl. Es dauert nicht lange. Okay. Dann machen wir ihn mal fertig. Hoffe ich. Hofft, dass sich sein Gegner nicht zurückhält. Darauf kannst du dich verlassen. Ah. Nein! Okay, letzter Spielstand und nochmal. Au. Au. Verdammt. Moment, da tun wir ihn auch. Au! Okay. Ein bisschen parieren. Verdammt. Ah, nee, verdammt. Okay, das schaffen wir. Au. Hey. Au, au, au. Bitte so. Hey, 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 hey. Okay, das war unfair.
Okay. Oh, wir haben es geschafft. Der Ritter hatte nie einen Gegner mit derartiger Macht und er glaubt, dass dies das richtige Element ist, um den Verlauf des Krieges umzukehren. Du hast aber auch einiges drauf. Wo hast du so gut so kämpfen gelernt? Wo hast du so kämpfen gelernt? Ich kann mir nicht vorstellen, dass du das in diesem Dorf gelernt hast. Der Ritter ist weit gereist und hat viele Kämpfe bestritten. Er ist erst seit kurzer Zeit in diesem Dorf. Okay, und warum bleibst du hier? Was machst du inmitten dieser Sümpfe, während du auf dem Schlachtfeld viel ausrichten könntest? Der Ritter hat viele große Kämpfe bestritten. Aber er glaubt, dass er nützlicher ist, wenn er die Wehrlosen beschützt. Okay, ich muss gehen. Ich muss gehen. Ich bin froh, dass wir unsere Kräfte messen konnten. Hat Spaß gemacht. Bevor sein Gegner zu anderen Kämpfen stürmt, hat der Ritter eine Frage. Er würde gerne wissen, ob die freien Klingen seinen Beitritt erlauben. Ich könnte den Hauptmann fragen. Ich kann derartige Entscheidungen nicht treffen, aber ich kann den Hauptmann fragen. Er hat lange darüber nachgedacht und wünschte, dass es erlaubt wird. Großartig. Ich frage ihn, kann aber nichts versprechen. Gut, dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.